Wollte man seine Steam-Spiele mit Freunden teilen, so ging das bislang nur über den Austausch der privaten Account-Daten. Bis jetzt. Denn mit dem neu eingeführten Family Sharing können nun bis zu 6 Nutzer auf maximal 10 Endgeräten auf ein und dieselbe Spielebibliothek zugreifen. Und so geht's. Will man einem Kumpel gekaufte Titel ausleihen, so muss man sich zuerst auf dessen Rechner mit dem eigenen Account einloggen. Unter Einstellungen Familie markiert man sodann den Haken neben dem Kontonamen des Freundes. Anschließend muss noch die Schaltfläche Diesen Computer autorisieren angeklickt werden. Von nun an kann euer Kollege die von euch gekauften Spiele herunterladen, installieren und spielen. Dazu muss er sich jedoch zwingend im Online-Modus befinden. Wenn mehrere Nutzer parallel zocken wollen, sollte der Besitzer der Bibliothek Steam also im Offline-Modus starten. Geht er nämlich selbst online, so hat er als Eigentümer stets Vorrang vor den Ausleihenden. Spielstände, Erfolge und Freischaltungen sind bei allen Spielen an den jeweiligen Account geknüpft. Jeder Nutzer kann seine persönlichen Fortschritte also getrennt von denen der anderen festhalten. Dieses Prozedere funktioniert allerdings nur, wenn ihr den Kontoschutz Steam Guard aktiviert habt. Ansonsten erscheint die Family Sharing-Funktion gar nicht erst im Menü. Generell können alle Spiele samt DLCs verliehen werden. Die einzige Ausnahme sind Titel, die ein weiteres, Steam-fremdes Online-Konto erfordern. Wie etwa Dirt 3 mit seiner Windows-Live-Pflicht. Und Vorsicht! Wenn ein Gast-User in einem ausgeliehenen Spiel beim Cheaten erwischt wird, so kann auch der Account des Eigentümers gesperrt oder bestraft werden. Gebt eure Bibliothek also nur an vertrauenswürdige Freunde weiter.